Die 31-jährige Kim Höfer ist seit 10 Jahren Fitnesstrainerin aus Leidenschaft. Als sie nach der Arbeit auf dem Heimweg ist, wird sie Zeugin, wie 2 Mädchen massiv von 2 jungen Männern belästigt werden. Beherzt greift sie ein und wird selbst zum Opfer. Ey, lass die Mädels los! Was wollt ihr? Geh doch mal weg von dir, Sascha! Hey, Bruder! Ich sag's dir noch einmal, ich rufe die Polizei! Lass mich zufrieden! Okay, Brudi. Kim wurde brutal niedergeschlagen. Ein Hundebesitzer hat sie bewusstlos gefunden und sofort Rettungswagen und Polizei gerufen. Die junge Frau ist schwer verletzt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Bleiben Sie ganz ruhig. Können Sie mir sagen, wie Sie heißen? Kim Höfer. Höfer, wir sind bei Ihnen. Wo bin ich? Was ist passiert? Das klären wir später. Haben Sie irgendwo Schmerzen? Mein Kopf. Meine Beine, ich spüre meine Beine nicht mehr. Sie müssen irgendwas machen. Bleiben Sie ganz ruhig, regen Sie sich nicht auf. Sie muss sofort ins Krankenhaus. Moment, Niklas, Sie müssen meinen Freund anrufen. Ich müsste schon zu Hause sein. Und meine Mutter. Wir kümmern uns. Könnt ihr schon was zu den Verletzungen sagen? Das sieht nicht gut aus. Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus und dann wird sie untersucht. Okay, dann treffen wir uns mal auf der Rettungsstelle. Wir kommen hinterher gefahren. Ja? Ich habe den Ausweis und das Handy rausgenommen. Die Sachen sind da. Im Krankenhaus wird Kim von Dr. Fabian Lorenz untersucht. Ihre Mutter Lena und ihr Freund Niklas Mielke wurden benachrichtigt und sind in die Chirurgie geeilt. Dort erwartet sie bereits Dr. Lorenz mit einer dramatischen Diagnose. Ein Passant hat sie gefunden und hat Gott sei Dank den Notarzt gerufen und dann ist sie hier eingeliefert worden. Meine arme Kleine. Ja. Das darf doch nicht sein. Und wie geht's ihr? Ist sie ansprechbar? Das ist das, was ich gerne mit Ihnen reden würde. Wir haben jetzt erste Untersuchungen gemacht und anhand dieser ersten Untersuchung haben wir festgestellt, dass sie Verletzungen im Lendenwirbelbereich hat. Das heißt, auch das Rückenmark ist leider betroffen worden. Meine Kleine? Das bedeutet, dass sie ab der Hüfte nichts mehr spürt in den Beinen. Aber heißt das, kommt das wieder in Ordnung oder ist das ein aktueller Zustand oder wie? So wie das aussieht, werden Sie sich darauf einstellen müssen, dass Ihre Tochter, Ihre Lebensgefährtin für den Rest Ihres Lebens am Rollstuhl bleiben muss. Also ganz ruhig. Ich habe ihr noch nichts gesagt. Ich wollte extra erwarten, dass sie da ist, dass sie einfach einen Beistand hat, ja? Dass jemand aus der Familie da ist. Also wir wussten ja, dass sie kommen werden. Yeah. Ich würde sie jetzt einfach da reinlassen. Ich würde versuchen, bitte versuchen Sie, es so einfach wie möglich zu machen. Ich weiß, es ist eine schwere Situation, aber versuchen Sie einfach, mal damit im Augenblick umzugehen. Ey, dass Kim jetzt nicht mehr laufen kann, ist der absolute Horror. Sie ist der aktivste Mensch, den ich kenne, wirklich. Ich komme da gerade gar nicht drauf klar. Aber jetzt zählt einfach nur, dass wir für sie da sind und sie auffangen. Mensch, was ist denn mit euch? Warum guckt ihr denn so? Du Schatz, wir müssen dir was sagen. Es ist, ich bin bei dir, egal was passiert, das weißt du, ne? Jetzt sag doch, du machst mir Angst. Ich habe extra gewartet, bis Ihre Familie da ist. Ich hatte noch nicht mit Ihnen gesprochen gehabt, aber ich kann Ihnen ganz kurz das mal demonstrieren. Sie merken doch nichts, nicht? Wir haben in den ersten Untersuchungen leider feststellen müssen, dass Sie Verletzungen im Lendenwirbelbereich haben. Da sind ein paar Wirbel gebrochen. Und leider ist auch das Rückenmark mit in Leidenschaft gezogen. Das bedeutet, dass Sie ab der Hüfte nichts spüren. Das kann aber nicht sein. Das ist doch nur vorübergehend. Bestimmt kommt das irgendwann wieder. Wir werden noch ein paar Untersuchungen machen in den nächsten Tagen. Aber so wie es im Augenblick aussieht, müssen Sie sich wahrscheinlich darauf einstellen, dass Sie für den Rest Ihres Lebens an einem Rollstuhl gebunden sind. Ich muss doch wieder laufen können. Ich kann Ihnen leider nichts anderes sagen. Es tut mir leid, wirklich. Sport war Kims Leben. Eine Leidenschaft, die Fitnesstrainer Niklas und sie verbunden hat. Zwei Tage später ist Kim immer noch geschockt von der Diagnose, die ihr Leben für immer auf den Kopf stellt. Die 31-Jährige wird nie wieder als Fitnesstrainerin arbeiten können. Niklas und ihre Mutter Lena sind fassungslos, dass jemand das Leben der Sportlerin so brutal und gewissenlos zerstört hat. Du sag mal, was ich dich die ganze Zeit schon mal fragen wollte.
du hast uns immer noch nicht gesagt, was überhaupt passiert ist. Du, der Arzt, hat nur gesagt, du bist zusammengeschlagen worden. Ich wollte helfen, Mama. Ich wollte einfach nur helfen. Da waren so zwei Typen und die haben die Mädels da auf dem Parkplatz bedrängt. Und ich bin einfach dazwischen gegangen. Ich habe auch nicht nachgedacht. Diese Mistkerle, verdammt noch mal. Du springst da ein und jetzt bist du das Opfer. Und sag mal, hat die Polizei denn die Typen schon geschnappt? Ich gehe mal nicht davon aus, sonst hätten die mir ja schon Bescheid gegeben. Ich warte eigentlich noch darauf, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, mich vernehmen oder so. Du musst dich jetzt erstmal um dich kümmern. Und die Polizei, die kann ja noch ein paar Tage warten. Nee, eigentlich will ich das so schnell wie möglich hinter mir haben. Vielleicht kann ich denen ja auch weiterhelfen, dass sie die Dreckskerle endlich schnappen. Ja, wir doch auch. Ich habe doch überlegt, vielleicht kann ich vielleicht auch einen Anwalt einschalten oder so, dass der irgendwie... Na, das wär's doch. Apropos Anwalt. Ich hab da einen Freund, der kennt einen ziemlich guten, der ihn auch ein paar Mal vertreten hat. Ich hab gedacht, vielleicht rufe ich ihn direkt mal an und frag mal nach dem Namen. Da kann ich mir mal den Kontakt geben. Ja, wäre gut. Der Gedanke, dass diese Typen, die mir das angetan haben, da noch frei rumlaufen, das macht mich total wahnsinnig. Die sind schuld, dass ich im Rollstuhl sitze. Ich will unbedingt, dass sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Ich tue alles dafür. Niklas informiert Anwältin Barbara von Minkwitz, die Kim und ihre Mutter sofort im Krankenhaus aufsucht. Inzwischen hat Kim auch die Polizei benachrichtigt, dass sie vernehmungsfähig ist. Polizeihauptmeister Christoph Breuer protokolliert ihre Aussage im Krankenhaus. Das finde ich so mutig von Ihnen. Es gibt leider so viele Menschen, die einfach vorbeigehen und nichts unternehmen. Ich habe aber auch nicht drüber nachgedacht. Ich bin einfach rein. Vielleicht hätte ich es auch besser bleiben lassen. Aber wenn ich in der Situation gewesen wäre, dann hätte ich auch gern jemanden gehabt, der mir geholfen hätte. Können Sie sich denn ungefähr noch daran erinnern, wie spät es da war? Ja, muss so 9:30 gewesen sein. Ich bin halt ganz spät von der Arbeit wiedergekommen. Und da war auch sonst niemand mehr auf dem Parkplatz. Sonst hätte ich die gar nicht so schnell gesehen da. Wissen Sie, Sie müssen sich keine Vorwürfe machen. Sie stehen ja immer noch unter Schock, das haben mir die Ärzte gesagt. Und es handelt sich bei Ihnen um eine schwere Körperverletzung, wenn nicht sogar um einen versuchten Totschlag. Ich meine, die Täter, die haben meine Mandantin nachts alleine schwer verwundet auf dem Parkplatz liegen lassen. Können Sie sich vielleicht noch mal zurückversetzen und Sie die Täter ins Gedächtnis rufen? Also sprich, dass Sie mir sie beschreiben. Wie groß waren die beiden? Was für eine Haarfarbe? Also jedes kleinste Detail kann wichtig sein. Keine Ahnung, das waren halt zwei Typen, ungefähr so 1,80 oder so. Der eine hatte dunklere Haare. Die Stimmen würde ich wieder erkennen. Also ich kann Ihnen versprechen, unsere Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Und vielleicht kommen wir auch schon einen Schritt weiter, weil wir haben festgestellt, der Parkplatz dort ist videoüberwacht. Die Kollegen sind schon dabei, die Aufnahmen zu sichern. Und wenn wir Glück haben, sind die morgen auch schon ausgewertet. Das heißt, und zudem noch, haben wir eine Personenbeschreibung von den beiden Mädchen, die sie gerettet haben. Aber die Mädchen sind doch abgehauen. Zuerst sind sie abgehauen, das ist richtig. Allerdings haben sie davor noch einen Passanten angesprochen, der nämlich den Notruf wählen sollte. Und der hat die uns wunderbar beschrieben. Somit haben wir wenigstens eine Zeugenaussage von den beiden Mädchen. Na, auch wenn die beiden dafür gesorgt haben, dass sie gefunden wurde. Ich finde das trotzdem immer noch unmöglich, dass sie im Stich gelassen haben. Frau Höfer, ich kann Ihre Wut ja verstehen. Aber es ist so, die Mädchen, die waren wirklich noch blutjung. Und ich denke, die hatten einfach Angst. Sie waren in Panik. Und dass sie dann, wie wir gerade hören, einen Passanten angesprochen haben und um Hilfe gebeten haben, das ist doch immerhin schon eine Hilfestellung. Also ich kann Sie verstehen. Aber also ich bin von meiner Befragung und von meiner Seite aus durch. Ansonsten wünsche ich Ihnen trotzdem erstmal gute Besserung. Danke. Ja. Ihnen auch noch trotzdem einen angenehmen Tag. Herr Breuer, ich schaue morgen mal bei Ihnen vorbei, dann können wir vielleicht unseren Informationsstand abgleichen. Ich bin morgen da. Okay, trotzdem Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, gleichfalls. Die Zivilcourage meiner Mandantin ist wirklich bewundernswert. Deswegen werde ich alles dafür tun, um ihr das Leben im Rollstuhl zu erleichtern. Und dazu gehört natürlich auch die Geltendmachung von Schmerzensgeld und Schadensersatzansprüchen. Anwältin Barbara von Minkwitz hofft, durch das Überwachungsvideo vom Parkplatz Hinweise auf die Täter zu bekommen. Deshalb sucht sie Polizeihauptmeister Christoph Breuer auf der Wache auf. Hier trifft sie auch auf Staatsanwalt Tom Krohn, der sich soeben das Video angesehen hat.
Hallo. Ja, ich hatte gestern das Vergnügen mit Herrn Breuer. Da hatte der etwas mehr Zeit und meinte, heute wäre das Überwachungsvideo hier präsent. Und ich würde gerne mal einen Blick reinwerfen. Wie sieht es denn aus? Na klar, wir haben die Bilder vor einer Stunde bekommen. Aber wenn du dir da neue Erkenntnisse erhoffst, dann muss ich dich enttäuschen. Ja, und warum? Wo ist das Problem? Na komm, schau es dir an. Die Qualität ist unter aller Kanone. Das ist alles der Parkplatz. Und da gibt es keine Kamera mit einem anderen Winkel. Ich meine, da sieht man ja wirklich überhaupt kein Gesicht drauf. Immer nur Hinterkopf. Ja, das Problem ist tatsächlich, die Perspektive ist nicht gut, die Beleuchtung ist schlecht. Also wir können die Tathandlung sehen, aber eben die Täter nicht identifizieren. Das Schlimme daran ist, dass es hier tatsächlich eine Kamera gibt, die den Tathergang und die Täter genau abgebildet hätte. Die ist seit Monaten kaputt. Und Sie müssen nicht denken, dass der Marktleiter das für nötig hält, die reparieren zu lassen. Wir geben das Material weiter an die KTU. Vielleicht können deren Techniker daraus irgendwas Schönes über die Täter zaubern. Zaubern ist der richtige Ausdruck. Aber gibt es denn sonst irgendwelche Hinweise? Gibt es Ermittlungen jetzt, die erfolgreicher sind über die Täter oder über die Zeugin? Nein, von allen vier haben wir noch keine heiße Spur. Aber die Kollegen von der Polizei, die sind gerade im Supermarkt und stellen Fragen. Wir gehen davon aus, dass die Täter sich vielleicht häufiger auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt aufgehalten haben. Vielleicht sind sie negativ aufgefallen. Jemand hat sich was gemerkt. Das ist nur eine vage Spur, aber ich finde, man sollte jeder Spur nachgehen. Also so wie die Täter beschrieben worden sind, ist das nicht unwahrscheinlich. Zudem sind die Kollegen gerade in den sozialen Netzwerken unterwegs, auf der Suche nach dem Handyvideo, von dem deine Mandantin erzählt hat. Wenn sie war sich nicht sicher, ob die beiden wirklich gefilmt haben. Aber ich finde, das ist nun wirklich eine gute Spur. Wobei, du weißt ja, wir finden das Video nur, wenn es wirklich jemand hochlädt. Naja, wollen wir einfach mal hoffen. Es ist nur einfach so, meine Mandantin setzt mich wirklich wahnsinnig unter Druck. Die ist so unruhig, die ist so angewiesen auf ein Ergebnis. Und deswegen wäre ich wirklich dankbar beim geringsten weiteren Hinweis, wenn ich Informationen kriegte. Dass sich das Überwachungsvideo als so unbrauchbar erweist, ist wirklich eine riesengroße Enttäuschung. Uns fehlt immer noch jede verwertbare Täterbeschreibung. Nach einem 5-tägigen Krankenhausaufenthalt mit Physiotherapie wird Kim entlassen. Ihr Freund Niklas bringt sie zum Haus ihrer Mutter Lena. Denn die Rollstuhlfahrerin kann ihre Dachgeschosswohnung nicht mehr bewohnen und ist auf Hilfe angewiesen. Hat denn alles geklappt mit der Entlassung? Ja, lief alles ganz gut. Ich muss jetzt noch die Reha-Therapie machen, aber es geht ja zum Glück auch ambulant. Aber ich hätte es auch keinen Tag länger mehr ausgehalten. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Nick und ich, wir sind eben noch mal an der Wohnung vorbeigefahren, haben ein paar Sachen abgeholt und jetzt langt es auch erstmal. Das brauchst du aus Bescheid, dann fahr ich nicht mal rüber. Sag mal, kann ich irgendwas für dich tun? Hast du Hunger? Möchtest du irgendwas trinken? Nee, eigentlich möchte ich echt nur in mein Bett. So. Ich gehe jetzt auch erstmal in mein Zimmer und dann war es das auch. Ich kann dir doch ins Bett helfen. Oder willst du duschen? Nee, ich bin wirklich platt. Ich will einfach nur meine Ruhe, okay? Na gut, pass auf. Wenn irgendwas sein sollte, ich bin in der Küche. Du kannst mich ja rufen, ne? Kim ist mit 19 Jahren zu Hause ausgezogen. Nun kehrt sie mit 31 nach Hause zurück. Sag mal, kannst du Mama vielleicht noch mal eben fragen nach Kleiderbügeln oder so? Ich will schon mal den Schrank einräumen eigentlich. Danke. Okay. Ja, klar. Bin gleich wieder da. Ja. Die Fitnesstrainerin stand immer mit beiden Beinen mitten im Leben. Doch jetzt ist sie querschnittgelähmt und stößt bei den einfachsten Handgriffen an ihre Grenzen. Shit! Was? Alles okay? Hast du dir was getan? Ja, alles gut. Alles gut. Warte mal, erstmal wieder zurück in den Rollstuhl. Ich kann nicht mal meinen scheiß Kleiderschrank einräumen. Jetzt erstmal so. Ist alles okay? Nee, gar nichts ist okay. Du hast mir ganz schön Schreck eingejagt, Mensch. Wie soll das denn funktionieren, ey? Du bist aber eine Superheldin, ne? Das kommt doch alle erst noch. Der Arzt hat doch gesagt, mit der Reha wird es wieder mit der Muskulatur auch wieder. Aber das dauert. Du bist ja 2 Stunden aus dem Krankenhaus raus. Nee, gar nichts wird da. Ich spüre die scheiß Beine nicht. Da bringt auch keine Reha was. Spanien und all die ganzen anderen Pläne, alles für den Arsch. Dann schmieden wir halt neue Pläne. Wo ist denn die Kämpferin hin? Die gesagt hat, geht nicht, gibt's nicht. Kim, du musst hier stark sein. Du kannst dich jetzt nicht hängen lassen. Egal wie schwer das ist, außerdem bin ich doch da. Ich bin da und ich bleib da, versprochen. Ja, ich versuch's. Amen.
Ich war so stolz auf meine Selbstständigkeit und jetzt kann ich nicht mal alleine einen Schrank einräumen. Für alles brauche ich Hilfe, das ist so, das ist unerträglich. Aber Niklas hat recht. Ich muss wirklich, ich darf nicht aufgeben. Ich muss weitermachen und alles selbst versuchen. Inzwischen hat Anwältin Barbara von Minkwitz neue Erkenntnisse über die Täter erhalten und ist auf dem Weg zu ihrer Mandantin. Dort wird sie unfreiwillig Zeugin, wie die fürsorgliche Mutter Lena Tochter Kim keine Gelegenheit gibt, ihre Selbstständigkeit zurückzuerobern. Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Wollen Sie einen Kaffee haben oder? Kaffee wäre großartig. Ja, ja so gerne. Ach Schatz, komm, lass mich das mal machen. Du sollst dich doch nicht überanstrengen. Mama, ganz ehrlich, ein Kaffee, als ob mich ein Kaffee jetzt überanstrengen würde. Du tust so, als könnte ich gar nichts mehr. Ich sitze im Rollstuhl, aber ich kann schon noch ein bisschen was. Mädel, du weißt, ich mein's doch nur gut. Ja, ich weiß. Und ich? Ja, gerne. Ich bin dir ja auch total dankbar, aber ich muss doch wieder aktiv werden. Ich muss selbstständig werden. Das kann ich nicht, wenn du mir alles abnimmst. Apropos selbstständig. Sie haben doch im Krankenhaus diese Wohnung erwähnt, extra für Rollstuhlfahrer. Kann ich da noch irgendwie was bekommen oder können Sie da noch was machen? Ja, na sicher. Ich kann gleich morgen früh meine Sekretärin da dran setzen. Und wissen Sie, was zwischen Ihnen passiert? Das ist eben ganz normal. Deswegen hatte ich ja schon im Krankenhaus vorgeschlagen. Sie müssen sich selbstständig machen. Meinst du denn, das ist eine gute Idee? Schau mal doch mal, hier hast du doch alles. Ja, Mama, ich hab hier alles und du machst ja auch. Aber ich muss selber machen, verstehst du das? Ich weiß doch, Kind. Ich will selbstständig. Und hol doch mal jetzt eben den Kaffee. Du bietest es an und tust es. Na gut, ich komm gleich. Danke. Ja, die macht mich im Moment einfach wahnsinnig. Ich kann hier nicht. Ich will einfach machen und tun und muss hier üben mit diesem Dings und kann mich nicht richtig drehen. Ja, aber schon richtig gut. Super. Ja. Aber wie gesagt, ich will einfach wieder, wenn ich dann eine eigene Wohnung habe, dann. Das ist das, was ich von Anfang an gemeint habe. Es kann einfach auf Dauer nicht gut gehen. Aber wissen Sie, ich bin auch wegen einer ganz anderen Sache hier, gar nicht wegen der Wohnung. Ich habe gute Nachrichten von der Polizei. Die haben zwei junge Männer ermittelt, auf die ihre Täterbeschreibung ganz genau passt. Ach, das ist aber nett, Frau Höfer, danke. Und die Polizei braucht jetzt einfach ihre Mithilfe. Also jetzt denen direkt wieder gegenüberzutreten, weiß ich nicht, ob ich das kann. Das ist keine klassische Gegenüberstellung in dem Sinne. Das wäre wirklich viel zu hart. Nein, die Polizei hat einen extra Raum mit einer Videoschaltung. Und da können wir uns diese beiden Herren ganz in Ruhe angucken, ohne dass die das überhaupt bemerken. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall. Dann bin ich ja großartig. Dann würde ich gleich mal den Herrn Breuer anrufen von der Polizei und ihm sagen, dass wir morgen früh kommen, ja? Okay, super. Eine Gegenüberstellung ist für das Opfer immer extrem belastend. Aber meine Mandantin ist nun mal die einzige Zeugin in dieser Sache. Und ich kann nur hoffen, dass die Täter möglichst schnell identifiziert werden. Anwältin Barbara von Minkwitz begleitet ihre Mandantin Kim zur Gegenüberstellung auf die Wache. Per Live-Schaltung hat Kim die Möglichkeit, sich die beiden Tatverdächtigen genau anzusehen. Sind das die Männer, die sie in den Rollstuhl gebracht haben? Und, können Sie die wiedererkennen? Oder einen von den beiden? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, es war auch so dunkel und es ging alles so mega schnell. Es tut mir so leid, ich weiß, dass ich gerade die einzige Zeugin bin, aber ich kann es wirklich nicht sagen. Also Frau Höfer, mal mit der Ruhe. Ich meine, Sie haben doch erzählt, dass die Stimmen der beiden Täter so prägnant waren, dass Ihnen die gar nicht aus dem Kopf gingen. Und vielleicht hilft Ihnen das was, wenn die jetzt was sagen. Was haben die denn während des Überfalls gesagt? Miststück irgendwie. Das wirst du bereuen, du Miststück. Irgendwie sowas die Richtung. Okay, okay, ja, das können wir ja mal probieren, ja. Na klar. Du, hör mal, wiedererkennen kann sie die nicht, aber erinnert sich an die Stimmen. Kannst du die mal rufen lassen? Du wirst es bereuen, du Miststück oder so ähnlich, ja? Mama. Das wirst du bereuen, Miststück. Das wirst du bereuen, Miststück. Und? Nicht, nee? Okay. Du, nee, sind sie nicht. Nee, kannst du gehen lassen dann. Jo, tschö. Wirklich ganz sicher, Frau Höfer? Ja, das sind sie nicht. Also ich denke, das war's dann, Frau Leuschner. Ja, tut uns natürlich auch leid. Ich meine, wir suchen wirklich mit Hochdruck, ja. Aber die Beschreibung, die ist so unverständlich, da kommen wir gar nicht mit weiter. In dem Supermarkt, hoch Endstation.
Und die beiden Mädchen, die haben wir auch immer noch nicht ermittelt. Das ist jetzt noch so unsere letzte Hoffnung, dass wir die finden. Das kann doch nicht sein. Die können doch nicht einfach so davonkommen. Ich sitze im Rollstuhl. Frau Höfer, das kann auch nicht sein. Und ich verspreche Ihnen, wir werden Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um diese Täter zu finden. Aber ich denke auch, das war heute wahnsinnig anstrengend für Sie. Und ich bringe Sie erst mal nach Hause und dann gucke ich noch mal in Ruhe in die Akten, ob ich irgendwie einen neuen Ansatz finde. Ja, Frau Leuschner, vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. Ja, tschüss. Alles Gute, ja? Ich könnte gerade echt heulen. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt wieder am Anfang stehen. Ich hatte so gehofft, dass wir die Täter jetzt fassen. Ich sitze im Rollstuhl und die laufen da draußen rum. Kim versucht, sich mit dem Leben im Rollstuhl zu arrangieren. In der Zwischenzeit hat Anwältin Barbara von Minkwitz einige Nachforschungen angestellt, wie sie den Tätern auf die Spur kommen kann. Damit gibt sie Mandantin Kim und Mutter Lena wieder einen Hoffnungsschimmer. Ich habe ihrer Mutter hier mal gezeigt, auf dem Plan. Hier ist der Supermarktparkplatz, wo das Unglück stattgefunden hat. Und da fokussieren sich eben die Ermittlungen der Polizei, weil die gehört haben durch Aussagen der Passanten, dass da die beiden Täter und auch die beiden Mädchen immer wieder gesehen worden sind. Und ich habe irgendwie gedacht, so kommen wir nicht weiter. Und habe mal die Spur aufgenommen, die die beiden Mädchen auf ihrer Flucht genommen haben. Die haben den Passanten hier an dieser Kreuzung angesprochen. Und diese Kreuzung ist sehr interessant. Da ist nämlich auf dieser Seite hier das Internetcafé. Gegenüber ist ein Kiosk und auf der anderen Ecke hier ist eine Bar. Und ich habe jetzt mal die Angestellten von den drei Geschäften angesprochen, habe die Beschreibung der Mädchen durchgegeben und habe die gebeten, wenn sie Mädchen antreffen, auf die diese Beschreibung von der Polizei passt, von dem sehr netten Herrn Breuer, dass sie mich dann bitte sofort anrufen. Naja, aber im Prinzip stehen wir ja jetzt wieder am Anfang. Also naja, so ist es nicht. Ich meine, wir müssen abwarten, aber ich habe noch eine ganz tolle Nachricht für Sie. Ich habe eine barrierefreie Wohnung gefunden. Das heißt, ehrlich gesagt, meine Sekretärin. Und ich habe schon Kontakt mit dem Vermieter aufgenommen. Die ist bezugsfertig und wir könnten uns die sogar jetzt gleich angucken. Ja, super. Also ich freue mich total. Das ist echt toll. Danke. Wow, das ging aber schnell. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Aber Kim, sag mal, Schatz, bist du dir wirklich sicher, dass du schon alleine zurechtkommst? Lass jetzt gut sein. Ja, ich bin mir sicher. Ich muss alleine wohnen. Willst du nicht noch ein paar Wochen warten mit Nein. dem Auszug? Je eher, desto besser, Mama. Ich muss alleine klarkommen. Versteh das bitte. Ja, sicher verstehe ich das. Ja, dann reg dich nicht immer so auf deswegen. Ja, bitte. Ich habe kein gutes Gefühl mit ihrem Auszug. Denn hier kann ich mich um sie kümmern. Und mir liegt das wirklich am Herzen, ihr zu helfen. Ich pack das schon. Und ich freue mich auch drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, wieder alleine irgendwie ins Bad zu können oder selbstständig zu kochen. Ich krieg das schon hin. Oh,